Von Köln bis Dresden, von Tübingen bis Kiel. Hunderttausende gehen in diesen Tagen in Deutschland auf die Straße, um Gesicht zu zeigen für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auch ich war dabei, auf einer großen Kundgebung bei mir zu Hause in Potsdam. Denn das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an. Jede und jeden von uns. Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören. Eine Fraktionssitzung anzumelden, damit wir unseren demokratischen Protest. Etwas in Deutschland nie wieder Platz haben darf, dann ist es die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Nichts anderes kommt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck.